Der FC Salzburg steht wieder in der Champions League Gruppenphase. Zu diesem Anlass gab es eine wilde Kabinenparty. Martin Hanik droht womöglich das Karriereende und der LASK spielt im Europa League Playoff. Das sind unsere heutigen Schlagzeilen. Herzlich willkommen im Krone AT Sportstudio. Der FC Salzburg hat es also wieder geschafft und steht erneut in der Champions League Gruppenphase. Die Bullen haben am Mittwochabend zu Hause einen 3:1-Sieg im Playoff gegen Maccabi Tel Aviv gefeiert und damit endlich auch den Quali-Fluch gebrochen, und zwar im 12. Anlauf. Pat Sondaka und Dominik Szoboszlai haben die Tore erzielt. Pat Sondaka per Doppelpack und Dominik Szoboszlai per Elfmeter. Die Hausherren waren von Beginn an dominant, das war schwer zu übersehen, deswegen war der Sieg und der Aufstieg natürlich nur allzu verdient, wenngleich natürlich auch erwähnt werden muss, dass die Gäste aus Israel 11 Spieler zu Hause haben lassen müssen, und zwar wegen positiver Corona-Tests. Für Österreich ist es trotzdem ein großer Coup. Zum 9. Mal steht jetzt also ein rot-weiß-roter Club in der Gruppenphase der Königsklasse. Salzburg jetzt also zum 2. Mal. Die Bullen haben damit mit Rapid gleichgezogen. Rekordhalter in dieser Österreich-internen Wertung ist weiterhin der SK Sturm. Die Steirer haben es 3-mal in die Gruppenphase geschafft. Red Bull-Vorgänger SV Salzburg und die Wiener Austria davor jeweils 1-mal. Und die Salzburger können nicht nur gut kicken, sondern sie können auch so richtig die Sau auslassen. Rauslassen, glaube ich, heißt, damit ich es richtig sage. Diesbezüglich empfehle ich Ihnen, einen Blick auf Krone.at Sport zu werfen. Dort finden Sie nämlich ein Videoschnipsel aus der Bullenkabine, und zwar nach Schlusspfiff gegen Maccabi Tel Aviv. Dort geht es dann so richtig zur Sache. Zunächst hält nämlich Mentalcoach Ulf Heflinger eine sehr emotionale Ansprache und dann gibt es kein Halten mehr. Dann wird ausgerastet, wie es auf Twitter beim FC Red Bull Salzburg heißt. Aber machen Sie sich am besten selbst ein Bild jetzt auf Krone.at Sport. Wie geht's mit Martin Hanik weiter? Die Frage muss bis spätestens Montag geklärt sein, da schließt nämlich das Transferfenster. Und im Moment ist ein bisschen eine hatschende Geschichte, um es österreichisch zu formulieren. Martin Hanik wird bei seinem derzeitigen Arbeitgeber, dem SV Werder Bremen, nicht gebraucht, darf bei den Profis auch nicht mittrainieren. Ein anderer Club findet sich offenbar momentan nicht. Das Ausland dürfte für Hanik jedenfalls keine Option sein, so berichtet zumindest die Bild-Zeitung. Hanik will offenbar im Norddeutschland sesshaft werden, lässt gerade in Hamburg ein Haus bauen. Mit Werder Bremen laufen Vertragsverhandlungen bzw. Verhandlungen über die Vertragsauflösung. Wenn die zu keinem gütlichen Ende gebracht werden und sich bis Montag kein neuer Club findet, dann könnte womöglich die Profikarriere des Martin Hanik beendet sein. Und heute am Abend heißt es Daumen drücken für den LASK. Die Oberösterreicher spielen in der Europa League Playoff-Phase auswärts bei Sporting Lissabon und sie sind dorthin mit einer breiten Brust gereist, und das aus gutem Grund. In der vergangenen Woche gab es zunächst ein 7:0 in der Europa League Quali gegen Dunajska Streda und dann ein 3:1 in der Bundesliga gegen den WAC. Es spricht also vieles dafür, dass der LASK es wieder zum 2. Mal hintereinander in die Europa League Gruppenphase schafft, und sie drücken dafür bitte kräftig die Daumen. Um 21 Uhr, das ist auszubringen, ist Anpfiff in Lissabon, und dann sind Sie natürlich auf Krone.at Sport mit dem Live-Ticker wie gewohnt am Ball. Ich wünsche einen spannenden Europacup-Abend, das war das Wichtigste für heute. Wir sehen uns dann morgen wieder, wenn Sie wollen. Ich freue mich auf Sie.